Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Mario Kart 8, sind dabei, die Grand Prix durchzugehen und wir sind immer noch im 50er Cup, aber wir haben es geschafft, alle normalen Cups und die Retro Cups, den Panzer Cup jetzt hinzubekommen und Rosalina Baby, Baby Rosalina, oh, wie süß. Nein, wir bleiben aber bei Metal Mario. Was haben wir jetzt frei bekommen? Oh, was kann der denn so Schickes? Mal eben kurz gucken. Oh, der hat ein richtiges hohes Tempo. Ich glaube, mehr als das, aber die Haftung ist noch geringer als sonst. Und das Handling ist, naja. Ich glaube, ich bleibe erstmal, weil mir die Haftung sonst zu sehr abhaut. Ich denke, ich bleibe erstmal dabei. Man könnte zwar bestimmt noch was mit Reifen oder so machen, aber ich habe mir jetzt mal was ausgesucht. Das passt so einigermaßen. Also, staubtrockene Wüste aus dem GameCube Nintendo. Mochte ich nie so gerne, aber gut. SNES Donut Ebene. Kenne ich zwar, aber ich kann mich nicht erinnern, dass da Wasser war. Naja, werden wir mal gucken. Dann N64 Königliche Rennpiste. Wenn ich mich recht erinnere, war das mit einer riesen Sprungschanze damals. Und 3DS Donkey Kong Dschungel. Sind auf jeden Fall zwei Strecken dabei, auf die ich mich freue. Eine, da bin ich recht neutral drin, nämlich Donkey Kong Dschungel. Und die andere, ja, da sage ich lieber nicht zu. Am besten, ich gewinne jetzt sofort das Rennen und dann habe ich das hinter mir. Nämlich GameCube Nintendo staubtrockene Wüste. Okay, da ist mehr Oase als Wüste, sehe ich gerade. Aber naja, mal gucken. Ach, wir dürfen ja wieder mal von hinten anfangen. Oh, die haben alle, wirklich fast alle, einen Fehlstart hingelegt. Tja, wenn man nicht damit umgehen kann, dann soll man es lassen. Na toll. Ich krieg nur eine Münze. Nein, jetzt haut die Münze ab. Verpuffen die oder was? Ah, hier muss man aufpassen. Ich fahre am besten rechts lang. Hier sind auch schon ein paar schöne Münzen. Die nehmen wir alle mal mit. Und jetzt? Ja, super. Wow, da ist ein Riesenloch. Da will ich mal lieber nicht reinfahren. Boah, eine kurze Runde hat diese staubtrockene Ruine. Und wie gesagt, sie ist leicht verändert. Was heißt leicht? Eigentlich doch mehr verändert. Also ich habe mir die komplett anders vorgestellt noch. Halt. Ja, super. Nur eine Münze. Na, super. Ich hätte da vielleicht nicht durchdriften sollen. Nein. Wow. Verstehe. Immer auf die Kleinen. In die Mitte fahre ich jetzt nicht. Früher gab es so eine... Oh. Ich dachte, da wäre jetzt was rausgekommen, aber scheint doch nicht der Fall zu sein. Verdammt. Aha. Ich sollte mich hier mehr drauf konzentrieren. So, einmal hier bitte. Das haben wir auch noch gut überstanden. Jetzt sind auch diese Dinger hier umgefallen, diese Säulen. Ja, super. Ich habe schon wieder da nichts gekriegt. Komm, duck dich. Na, toll. Darf ich mal vorbei? Oh, es scheint alles noch zu funktionieren.
versuch mal jetzt hier rechts lang zu fahren. Wow! Okay, das war knapp. Aber eigentlich haben wir es jetzt super geschafft. Bingo! Sogar mit ein bisschen größerem Abstand, als ich gedacht hatte. Wendy, Lemmy, mein Gott, also was für Charaktere es da mittlerweile alle gibt. Ah, oh, was war jetzt nochmal zweite? Königliche Piste? Nee, das war dritte, oder? Oh, genau, Donut-Ebene. Ja, alles sehr klassisch. Das mag ich. Ah, den langen Turbo habe ich irgendwie noch nicht so raus. So, erstmal die ganzen Fragezeichen den Leuten wegnehmen. Und jetzt mal eben kurz gucken. Wow. Was ist hier los? Wow. Irgendwie passt schon. Das hat nicht so hingehauen, wie ich wollte. Wow. Warum ist die Strecke hier denn so nass? Das irritiert mich. Nein! Ach, immer wieder diese scheiß Stachelbeere. Na, vergiss es. Das war nochmal richtig schön gefahren, die Kurve. Komm. Komm. Ja, schade, keine Münze bekommen, aber dafür haben wir uns gut absetzen können. Die Runde ist richtig gut geworden. Hier wieder diese Münzen mitnehmen. Das läuft doch eigentlich ganz gut. Ich mag diese Strecke. Also Donuts Piste hier definitiv eins von meinen möglichen Favoriten. Man muss da hier und da ein bisschen in die Kurven gehen, aber an sich, ja, Moment, den schieße ich noch ab. Nein, ich treffe ihn nicht. Schade. Oh, ich denke schon, wenn ich mich jetzt selber treffe, dann kriege ich die Krise. Auch diese Runde souverän gemeistert und Daisy ist an Waluigi vorbeigegangen. Nicht schlecht, Daisy. Nun aber kommt die königliche Piste. Mal gucken, wie wir die bestehen werden. Ja, ähnelt doch schon ein bisschen der vom N64. Natürlich grafisch ein bisschen aufgemotzt. Die Toads damals haben auch keine Fotos geschossen. Zumindest hat es nicht da aus dem Publikum geblitzt. Schon wieder nur der kleine Turbo. Na komm. Nein! Das habe ich nicht kommen sehen. Hörst du wohl auch? Irgendjemand wollte eine rote auf mich schießen. Das mag ich ja so gar nicht. Nein! Zu steil angefahren. Kann ich irgendjemand abschießen? Aber was soll's. Glocken, heiratet da jemand? Jawohl! Aber Moment, ich habe die... Scheiße! Ich habe die Dings gar nicht gesehen. Die Münzen da.
Okay, eine sehr starke Runde, finde ich jetzt erstmal für den Anfang. Ja, erstmal der Bananenschale ausweichen. Also ich glaube, mit Time Mario, mit dem komme ich besser klar als mit Yoshi. Ich hoffe, Yoshi nimmt mir das jetzt nicht übel, aber ist nun mal so. Ah, toll. Das hat nicht funktioniert. Joach, ich würde mal sagen, das ist wieder eine recht einfache Runde. Aber ist ja auch erst die zweite Retro, dieser zweite Retro Cup. Und der Vorteil ist einfach, dass das Strecken sind, die ich schon ansatzweise kenne. Und dadurch mir erahnen konnte, was jetzt als nächstes für eine Kurve kommt oder was passieren könnte. Das macht doch einiges aus, als wenn man auf ganz unbekannten Strecken fährt. Die Vögel versuchen es aber auch immer wieder, sich dahin zu setzen. Komm runter. Sehr schön. Nein, ich habe die Kurve ein bisschen falsch angesetzt. Jawohl! Und wieder mit einem sehr weiten Vorsprung. Oh, Bowser hat die auch nochmal überholt. Ja, mittlerweile brauche ich da keine Angst haben. Der Sieg müsste sicher sein. Und wenn nicht alles schief läuft, dann müsste jetzt auch bei der letzten Strecke, bei dem Dschungel, Donkey Kong Dschungel-Dings, auch alles gut laufen. So dass eigentlich unserem Sieg nichts im Wege steht. Ich denke mal, wirklich knifflig wird es auch dann werden, wenn wir in den Bereich kommen mit 100 Kubik, 150 oder gar Spiegel. Da wird das nochmal extrem schwerer. Definitiv. Ja, der lange Turbo. Okay, die Kurve reichte nicht ganz zum Sprinten aus. Wow. Wow, 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 wow. Ich sehe es gerade, aber... Ist das nicht die typische Donkey Kong Musik? Jetzt schon. Frosch? Na, danke, der hüpft weg. Oh, ich dachte, die hüpfen immer weg, so ähnlich wie die Tauben. Wie fies. Wow, wow. Ja, Moment. Moment, ich sehe nichts mehr. Bei einer Strecke, die ich nicht kenne, nichts zu sehen. Das ist übel. Kann ich hier mit irgendwas gegenstoßen? Komm, lande erstmal. Okay, man kann auch noch links lang fahren, habe ich gerade gesehen, aber nicht wirklich, was das bringen könnte. Ich will ganz ehrlich gesagt nicht gegen diese Donkey Kong Faster knallen. Wow, wow! Das wird aber auch immer knapper da bei mir. Was macht denn dieses Donkey Kong Fass? Wüsste ich jetzt mal zu gerne. Haust du wohl ab. Da hat jemand zumindest versucht, das Donkey Kong fast zu schützen. So, wenigstens eine Münze noch mitbekommen. Die goldene Banane. Wow. Moment, ich will einmal... Nein! Fiesling! Vor allem hätte ich das nicht testen dürfen, weil Bowser ist sehr weit hinter mir. Ihr seht das da. Da muss ich echt aufpassen. Nein! Ausgerechnet jetzt.
Muss so ein Ding kommen, ey. Hörst du wohl... Jetzt habe ich mir seinen Pilz genommen, oder was? Hörst du auf, mir die ganzen Sachen wegzunehmen, Bowser? So geht das. Jetzt habe ich so viel rumgemeckert, dass das so ein einfaches Rennen wird. Dabei wird das gar nicht so ein einfaches Rennen, glaube ich, wenn Bowser so nah hinter mir ist. Moment. Schön hier lang fliegen. Drunter herfliegen. Ich glaube, die wehen sonst einen weg. Das will ich auf jeden Fall nicht riskieren. Moment. Ich habe Gott sei Dank eine Banane. Damit kann ich mich schützen. Jo, und dann haben wir es auch schon geschafft. Und das gerade noch rechtzeitig. Also hätten wir uns nicht mehr viel erlauben dürfen. Die anderen waren ziemlich nah hinter uns. So steht aber einem weiteren souveränen Sieg nichts im Wege. Und ich weiß immer noch nicht, woran das liegt mit diesen drei Sternen. Also perfektes Fahren oder so. Oder eine gewisse Zeit zu erreichen. Irgendwie sowas wird das wohl sein. Also ich mag solche Herausforderungen eigentlich nicht, wo man nie weiß oder nie die Möglichkeit hat, zu erfahren, wie man da dran kommt. Also wenn er jetzt steht, ich habe so und so gefahren oder so und so viele Münzen nur gesammelt, dann weiß ich, wonach ich mich richten muss. Aber wenn man überhaupt gar keine Anhaltspunkte hat, dann ist das schwer, sich so wirklich zu verbessern. Das ist ungefähr, als wenn, ja, keine Ahnung, da kommt irgendjemand an und sagt, ja, du hast das falsch gemacht. Dann fragst du ja, wie kann ich es besser machen? Ja, du hast einfach falsch gemacht. Ja, und dann steht man da und denkt sich, ja toll, ich habe doch schon mein Bestes gegeben. Aber wir haben erstmal in allen Strecken vom Bananencup den ersten Platz geholt. Das ist uns sicher. Und ich denke, damit müssen wir auch in diesem Fall diese drei Sterne geholt haben. Würde mich jetzt auch wundern, wenn das weniger sind. Jawohl, wir haben drei Sterne geholt. Du hast den Blattcup freigespielt, du hast einen neuen Charakter freigespielt und du hast 300 Münzen gesammelt, also auch nochmal ein neues Teil freigespielt. Also eigentlich so wie immer, sag ich mal. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Mario Kart 8. Wir haben den Bananencup erfolgreich abgewendet. Nun kommt noch der Bloodcup. Und der wird sehr wahrscheinlich genauso spannend wie die anderen Parts von Mario Kart 8. Deswegen hoffe ich, ihr seid da ebenso wieder mit von der Partie. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis dahin.